Gut, dass ihr zurück seid. Wir haben von eurem Treffen gehört. Tatsächlich? Meine Spione haben mich natürlich informiert. Entschuldigung. Es ist eine Schande, dass die Templer ihren Verstand ebenso aufgegeben haben wie die Hauptstadt. Wenigstens wissen wir jetzt, wie wir uns an die Magier und Templer wenden können. Ist das so? Lord Suchalusches ist nicht mehr der Mann, den ich einmal kannte. Das stimmt. Er hat den Orden irgendwo hingeführt, aber was hat er vor? Die Berichte dazu waren sehr seltsam. Wir müssen der Sache nachgehen. Ich bin sicher, dass nicht alle im Orden den Lordsucher unterstützen. Oder der Herold trifft sich stattdessen einfach mit den Magiern in Redcliff. Denkt ihr, unter den aufständischen Magiern herrscht eine größere Einigkeit? Das könnte 10-mal schlimmer sein. Oh, oh no. Ich muss mich jetzt entscheiden. Hört auf mit dem Gezänk und trefft endlich eine Entscheidung. Ja, ihr habt recht. Ja. Wir sollten Redcliff nicht ignorieren. Die Magier könnten das Risiko wert sein. Sie sind mächtig, Botschafterin, aber verzweifelter, als ihr ahnt. Ihr denkt, die Einladung könnte eine Falle sein. Wenn einige der aufständischen Magier für den Zwischenfall beim Konklave verantwortlich waren... Dasselbe könnte man auch über die Templer sagen. Das stimmt allerdings. Ich bin im Moment nur nicht sicher, ob wir genug Einfluss haben, um gefahrlos an den Orden heranzutreten. Dann braucht die Inquisition eben an noch mehr Orden Spione. Darum könnt ihr euch kümmern. Wir besprechen in der Zwischenzeit unsere anderen Möglichkeiten. Alles klar. Aha. Da wäre noch etwas. Vor einigen Monaten verschwanden die grauen Wächter Ferraldens. Also benachrichtigte ich die Wächter in Orlais, aber die sind ebenfalls verschwunden. Für gewöhnlich zöge ich niemals in Betracht, dass sie in diese Sache verstrickt sind, aber der Zeitpunkt ist seltsam. Das klingt in der Tat merkwürdig. Die anderen schenken meinem Verdacht keine Beachtung, aber ich kann das nicht ignorieren. Vor 2 Tagen hörten meine Spione in den Hinterlanden von einem grauen Wächter namens Blackwall. Wenn es eure Zeit erlaubt, sucht ihn bitte. Vielleicht kann er meine Bedenken zerstreuen. Und wenn nicht? Dann zieht vielleicht ein stärkerer Sturm auf, als wir dachten. Sagte die ehemals graue Wächterin. Wie kann sie nur? Nee. Nee. Wie kann man an grauen Wächtern zweifeln? Da ist ein Schwert. So, hatten wir nicht irgendwas? Dankeschön. Hatten wir nicht mehr als eine Quest vergeben? Ja, okay, das ist jetzt abgeschlossen, verstehe ich. Die Überreste der Kirche. Alter, habt ihr Bock, lang unterwegs zu sein? Wir stehen euch zu Diensten. Nehmen wir das mit. Pflichtet Wahrheit des geistlichen Hofs. Dann wollen wir doch mal sehen. So, dann gehe ich dahin. Der Kult von Antraste. Oh. Machen wir uns an die Arbeit? Hau da rein, Jungs. Und Mädels. Entschuldigung. Junge und Mädel, ehrlich gesagt. So, ich habe hier rechts gerade gesehen. Rede mit dem Boten, der Sturmbullen. Mögen alle den Gesang des Lichts anstimmen. Ja. Hallo. Die uns bedroht. Verzeihung, ich habe eine Nachricht für die Inquisition. Aber irgendwie will niemand mit mir sprechen. Wer seid ihr, Soldat? Cremesius Aglassi. Meines Zeichens Mitglied der Sturmbullen-Söldner-Truppe des Bullen. Wir arbeiten meist außerhalb von Orlais und Nebara. Wir haben erfahren, dass sich an der Sturmküste einige Söldner aus Tirinta zusammenrotten. Mein Kommandant, der Eiserne Bulle, bietet euch diese Information kostenlos an. Danke. Falls es euch interessiert, was die Sturmbullen für die Inquisition tun können, trefft uns dort und seht uns bei der Arbeit zu. Ich freue mich schon, diesen Eisernen Bullen kennenzulernen. Wir sind die Besten, die ihr kriegen könnt. Danke. Hä?
Ich verstehe das nicht. Selbst die Templer haben die Kirche inzwischen verlassen. Ich war doch gerade dahinten. Ich bin mir nicht sicher, ob euch Apotheker Edan mit der Art. Auf jeden Fall Sturmbulle, nice. Das ist hundertprozentig ein Kunari und Klatsch also. Prinzipiell. So. Wo zur Hölle ist dieses dumme Ding? Beschäftigt, verfügbar. Hä? Wir wecken in der Hauptstadt Interesse. Und das freut euch nicht? Ich bin nicht davon. Nicht davon überzeugt? Dann halt kein Ausrufezeichen, wie auch immer. So. Tagebuch, zack. Der innere Kreis, seht ihr, da haben wir schon wieder der einsame Wächter und der Hauptmann der Sturmbullen. Ach, guck mal. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen jetzt zu den Templern. Oder einfach mit dem Magier. Der Magier scheint anscheinend leichter zu sein, weil du einfach. Ja, du brauchst anscheinend keine Macht. Naja. Der Pfahlbruch, nee, die Niederlande. Ein Meister der Pferde, den hätte ich gerne aktiviert. Nein, lass doch erstmal den Einsamwächter mitnehmen. Zack. Ich lieb's ja, neue Leute kennenzulernen, ne? Das ist ja komplett geil. Komplett geil, dass ich da noch keinen Aussichtspunkt habe. Alter! So. Und wieder rein. Hui, immer mehr Leute. Was bin ich, Maria? Ich nehme sie mit, dann nehme ich sie mit und sie. Meine Gruppe besteht voll aus Frauen. Wattenzölle. Der Zirkel der Magie. Das Konklave. Der Kopf von Madame Schnippschnapp. Ach, ich liebe das. Ein Drache namens Schnippschnapp. Madame Schnippschnapp, um genau zu sein. Ist schon süß. Ne? Für jemanden, der dich fressen will. Ist schon süß. Ladezeiten. Da-da-da-da-da-du. Nautilus! Woo. Das würde ich, wenn ich könnte. Natürlich. Wait. Natürlich. Alles klar. Erstmal speichern. Habt ihr schon die Neuigkeiten gehört? Aber klar. Sagt es uns einfach, als wir irgendetwas für euch tun können. Ich danke. Würde diese Endanimation nicht darstellen, wo er seine Arme so ausstreckt, wäre diese Möglichkeit zu reisen, sag ich mal, richtig krank schnell. Ja, sie ist trotzdem noch schnell, aber dadurch verlierst du halt kurz Zeit, ne? Hey, war ich da nicht schon? Was? Die 5 Meter. Hätte ich das letzte Mal auch hochgegangen. Ach, da ist noch so ein Dingsbums. Ob ich da nicht schon war. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Ich war hier echt noch nicht. Also ich meine, anscheinend nicht, aber echt. Was ist das? Verdammt, wer macht sowas mit einem Schädel? Darüber würde ich echt gerne. Seht ihr das da drüben? Wartet. Der Schädel versieht bestimmte Objekte in der Ferne mit einem Schimmer. Etwas derartiges habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich fasse nichts an, was ein Schädel zum Leuchten gebracht hat. Schädel bedeuten nie irgendwas Gutes. Ach, 4 von 4. Oh. Die bekämpfen sich. Alter, meine Maus ist gerade ein bisschen laggy. Darüber würde ich gerne rein. Da brennt irgendwas. Das sieht richtig geil aus nach Dämonenscheiße. Geil. Embryum. Erstmal rasten. Nice.
Erstmal ernten. Macht plus 1. Boah, weißt du, wie leicht wir an Macht kommen, damit wir zu den Templern kommen könnten? Indem wir einfach diese ganzen Dinger hier, Das ist ja geil. Oh Gott, wie komme ich da denn jetzt hoch? Komm schon. Ich will da jetzt hoch. Nice. Nein, nice. Verdammt. Durch das Wasser mit Geblöd. Auf den Hügel mit. Nein! What the fuck? Scheiße. Ach, Mano! Warum klappt sowas nie, wie ich das will? Also ich dachte, wenn du durchs Nichts läufst, wirst du so unsichtbar, dass du überall hochkommst, durchkommst. So wie ein Geist. Ne? Oh. Will die vielleicht kämpfen? Ich will nicht sterben. Danke. Ja, Mann, Cassandra. Oh Gott, oh Gott. Pass auf. Zack. Dein Positioning ist zwar geil, weil du hinten stehst, aber der Typ da vor dir, bist du eigentlich? Alter, die hockt ja auch sonst woanders. Was machst du da? Ja, du tankst halt eigentlich schon, ne? Okay, warte, pass auf, stopp. Wir gehen jetzt auf F4. Geht nicht, okay. Ah, jetzt aber. Hallo? Aha. Kämpfen da mal ein bisschen mit, Alter. Zack. Damit wir ein bisschen mehr Action sehen. Bam! Bam! Bam, komm her. Zack, der nächste. Jetzt. Oh, oh. Ach, ich bin hier unten, nicht oben. Ups. Bam. Bam. Ach, da ist ja noch einer. Ich drück mal E. Zack. Lief schon mal schlechter. Lief hundertprozentig schon mal besser. Ne, woher geht. Keiner ist gestorben, wir haben nur einen Trank benutzt. Geht schlechter, definitiv. Weil ich mir nicht sicher bin, ob Cassandra der Tank ist, den man braucht, ne? Also von der Effektivität her jetzt, weil... Oder ich habe halt nicht genug Support in meinen Magiern. Oder zu wenig Schaden, dass die früh genug sterben, sodass sie nicht so viel tanken muss. Ach Gott, ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt diesen Blackwall finden, der übrigens einen coolen Namen hat. Blackwall, so wie schwarze Mauer, Wand. Wall, Mauer. Ja. Bam. Strahlaxt-Sage. Strahlaxt. Ich stelle mir einfach so eine fette Axt vor, die einfach nur komplett behindert, retarded, regenbogenmäßig leuchtet, Alter. Geil. Oh, hier ist was. Sie wollen diesen Kampf, nicht wir. Vielleicht war ich hier schon, hab's noch nicht eingenommen. Blackwall. Denkt daran, ihr tragt Schilde, um standzuhalten, nicht um euch zu verstecken. Haltet sie auch so. Blackwall? Wächter Blackwall? Ihr seid kein... Woher kennt ihr meinen Namen? Wer... Okay. Das muss warten. Jetzt sind erstmal diese Idioten dran. Rekruten, Alter! Da sind sie! Der ist so geil! Truff! Mach mal mit! Nice! Alter, komplett ausrasten. Nice, nice. Boah, das Lilien, die hat auch Bock, Alter. Die schleudert hier ihre Stäbchen so rum. Bam! Oh, nochmal Druck. Bam! Alter. Episch. Kaum kommt ein grauer Wächter rein, ne? Ist richtig geil. Guckt euch den an. So, ich hab's gerade Spiel zum Lenken gebracht. Ich hab's nicht ihr so Schwachköpfe! Das war gute Arbeit, Rekruten. Auch wenn das hier nicht hätte passieren dürfen. Sie hätten, nun,
Niemand hat sie gezwungen, als Diebe zu leben. Holt euch zurück, was sie euch gestohlen haben. Geht wieder nach Hause. Ihr habt euch von ihnen befreit. Alter, das sieht aus wie Bismarck, nur anders. Nice. Der ist in der Gruppe, egal was. Ihr seid kein Bauer. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer seid ihr? Ist egal. Komm mit. Ich wurde in letzter Zeit als so einiges bezeichnet. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Das ist richtig. Wir gehören zur Inquisition und versuchen herauszufinden, ob das Verschwinden der Wächter irgendetwas mit der Ermordung der Göttlichen zu tun hat. Was? Die Wächter und die Göttliche? Das kann nicht... Nein, ihr fragt. Also wisst ihr es nicht sicher. Zunächst mal, ich wusste nicht, dass sie verschwunden sind. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Keine Verderbnis, keine Wächter, richtig? Doch eines weiß ich. Ein Wächter hat die Göttliche nicht getötet. Politik ist nicht unsere Aufgabe. Ich beschuldige niemanden. Zumindest noch nicht. Ich brauche nur Informationen. Ich konnte nur euch finden. Wo ist der Rest? Ich habe seit Monaten keine anderen Wächter mehr gesehen. Ich reise allein und suche nach neuen Rekruten. Da der Erzdämon seit einem Jahrzehnt tot ist, gibt es kaum Freiwillige. Und ohne Verderbnis besteht auch keine Veranlassung zur Konskription. Es gibt Verträge, die es uns Wächtern erlauben, uns zu nehmen, was und wen wir brauchen. Also habe ich hier die Opfer dieser Idioten verpflichtet. Sie mussten tun, was ich sagte, also habe ich ihnen befohlen, sich zu wehren. Nächstes Mal brauchen sie mich nicht mehr. Graue Wächter können einen inspirieren und zu etwas Besserem machen, als man es je für möglich gehalten hätte. Oh, das klingt schon hart. Es war mir eine Freude, Wächter Blackwall, aber das hilft uns leider nicht weiter. Moment mal. Ihr sagtet, ihr wärt ein Vertreter der Inquisition? Die Göttliche ist tot und der Himmel aufgerissen. Auch wenn wir nichts damit zu tun haben, sollten wir bei derartigen Ereignissen zumindest hier sein. Wenn ihr die Dinge wieder in Ordnung bringen wollt, braucht ihr vielleicht einen Wächter. Ihr braucht mich. Alles klar, der Wächter Blackwall, die Inquisition nimmt euer Angebot an. Das freut mich. Wir beide wollen wissen, was hier vor sich geht. Vielleicht war ich schon zu lange allein. Ich werde der Inquisition beistehen. Und diese epische Musik. Nice, 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 nice. Alles klar, sie nehmen wir mit. Sie nehmen wir mit. Und ihn nehmen wir mit. Warum? Digga, der sieht aus wie Blackwall. Ach, Blackwall, ja. Er ist Blackwall, danke. Der sieht aus wie Bismarck, Alter. Nur ein bisschen weniger alt und ein bisschen weniger, ihr wisst schon, aber... Nice. Nice, Digga, nice. Er könnte echt nichts sagen, ne? Ich habe ja eigentlich hier Lara aufgebaut, das heißt. Oh, Kallens Bericht liegt auch bereit. Jetzt lohnt sich schon. Dann spreche ich hier kurz ab, zack. Ich skill den aber eben noch. Wisst ihr warum? Weil es mir Spaß macht. Ha! Ist wieder ein Mensch, wieder viele Punkte. I love you so much. Prozent, das klingt gerade viel zu krank.
Also ich meine, 50% überlegt euch das mal. Hochrechnet ist das schon einiges. Scheiß mal auf Ausdauer. Oh, der hat einen geilen Helm. Woo! Alter, das ist ja der letzte geil. Seid ihr wohl auf, Lady Vivian? Wovon redet ihr da bitte, Schätzchen? Ihr wurdet während des letzten Kampfes getroffen. Wäre ich nur schneller bei euch gewesen. Oh, ihr seid wirklich zu köstlich. Ich habe euch offensichtlich beleidigt. Aber nein, mein Lieber. Wie könntet ihr mich jemals beleidigen? Wie geil. Ja, ja. Alter, das sind viele Ausrufezeichen. Das sind die Scherben, okay. Wie geil. Das ist wieder so ein klassischer Mann, der will nur das Beste für die Frau, rennt dahin, wirft sich hin in den Dreck mit dem Schild und sie ist beleidigt. Vor allem, ich glaube, er meint es einfach komplett ernst, ne? Nicht so von wegen, hey, du bist eine Frau, ich will dich beschützen, sondern mehr so, das ist meine Aufgabe, Menschen zu beschützen und er kriegt es nicht hin, fühlt sich richtig scheiße. Sie ist beleidigt. Geil. Also, geil. Aber was ich auf jeden Fall machen wollte, ich werde jetzt hinlaufen, die Quests abschließen lassen oder annehmen, eher gesagt. Und dann zurücklaufen, werdet mir die Pferde holen. Also ich will eigentlich mehr Macht aufbauen. Wie gesagt, ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Bock habt, dass ich zu den Templern oder den Magiern gehe. Ich habe Gerüchte gehört. Ich selbst fände es als Magier viel zu einfach, zu den Magiern zu gehen. Naja, weil das eine, 1 plus 1 ist immer noch 2, versteht ihr? Aber das, ich weiß nicht. Aber überlegt mal, ein Magier, der von allen gehasst wird, geht so freiwillig zu den Templern. Das ist doch voll aussagekräftig für jemanden. Etwas sagen. Cullen? Hm? Ich? Ja. Haven bietet nicht genügend Platz für die Ausbildung unserer Soldaten. Vielleicht könnten wir ja das Gelände hier drüben nutzen. Dann wollen wir doch mal sehen. Nee, weil überlegt euch mal, ein Magier, also jetzt mal zurück zum Thema. Ein Magier, der sich freiwillig unter die Fittiche eines Templers wirft, hat doch quasi nichts zu verbergen. Und dadurch, rein geschichtlich jetzt gesprochen, wäre doch die Möglichkeit größer, dass die Leute mir vertrauen. Oder nicht? So ganz. Ganz rein pragmatisch gedacht. Jo Leute, das war wieder eine weitere Folge Dragon Age Inquisition für diese Woche. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, so wie jedes Mal natürlich. Lasst doch ein Däumchen da, folgt uns, sonst werdet ihr verfolgt. Ihr wisst doch genau, wie es läuft. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche, genießt den zweiten Advent, habt Spaß, feiert, keine Ahnung, habt da Bock. Kool-Aid Squad out!